Komm schon, Zeit geht viel zu schnell. Müssen töten, töten, töten. Und ich habe immer noch 6 Magazine. Hey, okay. Halten ja doch ein bisschen länger als gedacht. So, was haben wir jetzt? Wir haben inzwischen 4 Königinnen. Die sind uns also nicht hinterhergelaufen. Interessant. Achso, und jetzt mal spaßeshalber die Batterien alle so lange rein. So, damit wir einen kleinen Buffer mehr haben. Also, Plan, reinlaufen, Spawner killen. Gut. Dann kommen wir mal ein bisschen damit auf. Okay. So. Wow, okay. Also die Königinnen sind tierisch faul. Aber wenn sie dann mal hauen, dann hauen sie richtig. Jo, es klappt. Und die Batterie hält wesentlich länger. Ja, das ist sehr schön. Ich sollte echt den Platz einfach mit Low-Tech-Zeug voll machen, bis ich die Ressourcen und die Zeit habe für das High-Tech-Zeug. Piu, 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 piu. Da kommen noch 2 Smaragde angelaufen. Das ist schick. Glück. Okay, das ist echt ein Armutszeugnis, mit dem Ding drauf zu schießen. Oh, hallo König Nummer 3. Ihr seid nicht so faul wie die Damen, hm? Dafür seid ihr auch wesentlich inkompetenter. Weil er einfach immer nur im Kreis läuft. Oh, noch einer von euch. Ach ja, dafür kriegen wir jetzt immer wieder neue Munition von denen. Wobei, ich glaube, wir mussten 4 von denen töten für ein Magazin. Was echt nicht aufgeht. Und ich sollte die 11 wirklich einfach irgendwo hier hinstellen und erst abholen, wenn ich den Außenposten mit der Bahn dann habe. Das ist so ein bisschen Verschwendung sonst, ne? Ja. Also machen wir mal so. Und hoffen, dass keine Gegner mit Flächenattacken kommen. Und dann sollte alles, was hier angreifen sollte, recht schnell weggeputzt werden. Von diesen 15 oder 16, was auch immer das sind, Topaz-Türme. So, wird dunkel, wird dunkel, wird dunkel. Es werden immer mehr Königinnen. Ne, werden es nicht, das sind dieselben 4, ne? Ja, okay. Aber jetzt untenrum. Ah, es wird dunkel. Habe ich das Nachtsichtding? Ja, habe ich. Auch wenn es hässlich ist, tu es mal rein. Gut. Okay. Ach, ja. Laufen Kreis, laufen Kreis, laufen Kreis. Schilde sind gleich wieder oben. Batterie ist noch lange nicht leer. Weg da. Und Spawner ist weg. Das waren alle Spawner? Kann das so schlecht erkennen, aber ich glaube schon. Gut, das heißt, wir müssen jetzt nur noch die töten, die jetzt hier so rumkreuchen. Was vor allem bei den Königinnen schwer werden wird, aber ist halt so. Achso, wir hatten extra die ganzen Türme hier hingestellt. Lass die mal schießen. Ja, sehr gut. Die Laserkettensäge. So, genau, die Königinnen, die sind das Problem, weil die kommen nicht wirklich. Piu, 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 piu. Das heißt, ich müsste sie theoretisch mit der Laser-Shotgun machen und damit tierisch viele Munitionspakete dafür ballern. Oder ich ignoriere sie einfach und laufe an ihnen vorbei und sammle die Eier ein. Wäre auch ein Plan. Ich glaube, das mache ich. Okay, hier sind noch ein paar Könige, die sind aber auch zu langsam. Das heißt, ich laufe jetzt hier durch. Halt noch eine Taste extra gedrückt für Aufsammeln. Welche Taste habe ich da genommen? F, ne? Ja, F. Gut. Geil. Sammeln das ganze Zeug. Ich sollte echt die Vanilla-Version upgraden.
Das soll denn ja automatisch laufen mit dem Einsammeln irgendwie, sobald es in der Nähe ist. Ist doch ein wenig einfacher als W, D, S und so gleichzeitig zu drücken, während man rumläuft. So, warte mal ganz kurz. Nur mal kurz testweise. Es geht sogar. Also bei den Spitter Queens zumindest. Spider Queens bin ich mir gar nicht so sicher. Das war ein komisches Geräusch. So, eine Queen ist tot. Und wir haben wie viele Artefakte bekommen? 123, sehr schön. Dann hätte ich doch ganz gerne. Hätte ich doch ganz gerne die 100 blauen Chips. Nicht ein. So. 100 blaue Chips. Wie schaut's aus? Ich sehe ein paar. 7. Yeah. Okay, wir brauchen mehr. Definitiv mehr von den guten Fabriken. Der Rest hier sieht aber eigentlich ganz gut aus. So, grün Chipfabriken. Noch so ein schnelles Ding? Ja, noch so ein schnelles Ding. Das Anliefern von dem Ding ist echt das Problem. Also ich sollte jetzt nicht noch mehr Speedmodule reinhauen. Die zwei reichen echt schon. Ja. Also, Roboter. Roboter sind das Problem. Besser, zu wenig Roboter sind das Problem. Soll ich das Ding jetzt doch echt wegnehmen? Ja, ich mach die mal weg und guck mal, was passiert. Also eigentlich sollten jetzt die Roboter weniger Aufträge haben, weil sie ja diesen Dauerauftrag, diesen dreifachen, nicht durchgehend machen müssen. Aber dafür fliegen sie halt sehr lange Strecken und müssen eventuell öfters aufladen. Mit ihrem Zeug. Das heißt, sie fliegen fast ganz hin, schaffen es aber nicht ganz hin, fliegen dann zurück, laden auf und fliegen dann wieder dahin. Und das ist halt unpraktisch. Du bist der? Ja, mitkommen. Das Ding leert sich stetig. Was sagen die Ressourcen? 43.000 Eisenplatten, 18.000 Kupferplatten. Das sieht eigentlich okay aus. Also es geht nicht radikal runter mit dem Eisen. Das heißt, die Aktion unten, wo wir unsere ganzen Roboter gerade verheizen quasi, die bringt was. Stahl ist auf 1600 hoch. Grüne Chips halt nicht. Kann ich den Robotern nicht irgendwie sagen, dass grüne Chips echt wichtig sind? Sie schon fast wieder selber transportieren. Huh? Und so viel vorrätig ist da auch gar nicht. Außer bei manchen Fabriken halt. Ja, die schnellen Fabriken, die sind zu schnell. Ah. Okay, hilft nichts. Einfach mehr Roboter bauen. Schnelle Roboter bauen. Gib mir langsame Roboter. Du bist langsam, du bist langsam, du nicht. Du. So, mach schnelle Roboter. Genau, die Logistik-Robot-Cargo Size ist auch schon gut dabei. Und sobald die durch ist, müssten wir irgendwie 25% oder so schneller sein. Oder 30? Irgendwie so. Also wird kein Riesensprung sein, aber ist auf jeden Fall schon mal eine Hilfe. Und wenn man dann als nächstes nochmal die Geschwindigkeit erforscht, ist das auch nochmal ein kleiner Boost. Wobei ich mir nicht ganz sicher bin. Oh. Okay, es gibt keine noch höhere Stufe als 3. Das ist schade. Aber Geschwindigkeit gibt es noch ein paar Stufen. Ja, das ist sehr gut. 500. Ja, auch ein bisschen teuer, aber ist halt so. Genau, es fehlt. Nein, durch das Roboterbauen sind jetzt die blauen Chips weg, die ich eigentlich für den Fusion-Reaktor nehmen wollte. Ja, gut, dann bau halt mehr Batterien. 30 Stück, ist okay. So, was noch? Also grüne Chips werden sich nicht erholen, solange nicht genug Roboter da sind. Ich könnte das wieder über Fließbänder laufen lassen, aber das wollte ich ja eigentlich nicht.
denke, ich mach's. Ich werde mal wieder schwach. So. Das Ganze erweitere ich noch durch das da. Und dann Ärmchen hin. Oh, es war leer. Das bringt mir eben so gut wie gar nichts, wenn ich das so mache. Ach doch, warte mal, mach mal so, mach mal so. Dröhn das Ding jetzt ganz schnell voll. Dann wechsel da drauf. Währenddessen wird das da leer gemacht. Ist ein bisschen zu viel Handarbeit gerade so rum. Ah, das sieht schick aus. Ja, warte. Mach das dann doch lieber wieder so. Ich werde wieder irgendwo angegriffen, ist egal. Und nimm schnellere Ärmchen. Da. Very fast inserter. Zip, zip. Gut. So. Oh Gott. Die Kisten haben weniger Platz als die anderen. Oh, warte, ich kann einfach die Roboter die ganze Arbeit machen lassen. Yay. Ist nur jetzt ein bisschen friemelig, das alles zu erwischen. Aber es geht. Und vor allem diese größeren Dinger hier sollten dann einigermaßen gut klappen. Genau, alles abholen bitte. Gar schön. Chefe hat einen Fehler gemacht. So. Tipp. Ich wollte eigentlich nur dafür sorgen, dass die Roboter nicht mehr hierher fliegen. Das Problem ist halt nur, dass die Kisten so sind, wie sie sind. Du. So, das heißt, die Kiste wird jetzt gefüllt, die Kiste wird gefüllt und beide werden sehr schnell entladen. Und dadurch müsste jetzt das Ganze vermurkst sein, weil ich nicht daran gedacht habe, dass hier unten noch einer ist. So. Du ballerst da noch was rein. Und dann kletterst schon irgendwie. Fast voll. Oh, ich glaube, ich kann noch einen dritten reinnehmen. Okay. Noch schnelles Ärmchen. So. Boah, sieht das hier total durcheinander aus. Roboter müssen uns unbedingt schneller wegliefern. So. Gut. Das heißt, die drei werden jetzt durchgehend entladen und das Ding ballert mit drauf und eigentlich müsste kein Roboter mehr da fliegen dann. Jetzt bräuchte ich noch eine Kiste, um zu gucken, ob wirklich arbeitslose Roboter wieder da sind. Da. Nö. Roboter sind immer noch alle ausgelastet. Wahrscheinlich unten wegen dem Eisen. Das habe ich echt total überschätzt. Oder, also ich habe die Roboter überschätzt und die Arbeitslast unterschätzt. Aber dem ist dann halt so. Das heißt, ich muss echt noch eine ganze Weile warten, bis ich alles automatisieren kann mit Robotern. Das ist schade. Und woran hapert es gerade bei dem Forschungsding? Nirgendwo dran, huh? Nur Zeit. Ja, okay. Wir werden angegriffen im Westen, wird aber nichts zerstört. Und das hier sind die ganzen Aufträge, die Sache einzusammeln. Okay. Ich sehe immer noch keine Green Chips. Grrr. Okay, also ich muss die Roboter entlasten. Fülle die Kisten aber da auf. Und die da brauchst du gerade am meisten. So, also mach das hier alles voll. Ich muss Roboter entlasten. Das heißt, ich sollte jetzt eigentlich die Eisengeschichte dann unten auch wieder mit Fließbändern machen. Das ist doch doof. Genau das wollte ich gerade eben nicht. Und momentan liefert auch keiner mehr Kupfererz zu denen hier. Das heißt, sie werden nicht hinterherkommen und das alles Mist. Okay, denk kurz nach. Du bist schon wieder viel zu viel am Rumlaufen. Wie beheben wir das Problem jetzt damit, dass wir nicht genug grüne Chips herstellen? Wir entlasten die Roboter und sorgen dafür, dass die Roboter durchgehend die grünen Chipfabriken beliefern.
Den kriegen wir dadurch mehr blaue Chips. Mit den blauen Chips bauen wir wieder mehr Roboter, also mehr gute Roboter. Und dadurch kriegen wir nach und nach das hin, dass die Roboter wieder alles fliegen können. Und dann können wir das Ganze wieder entheben, was wir vorher kaputt gemacht haben. Ja. Und das dauert so lang. Ich könnte die Roboter automatisieren. Also die blauen Roboter. Aber dafür bräuchten wir echt viele blaue Chipfabriken. Die Ressourcen habe ich einfach nicht. Boah, guck dir das mal an. Oh, und was? Das ist unerwartet. Das Eisenfeld ist leer. Und ich bin voll. Ja, schmeiß das mal auf den Boden und lass es von Robotern abholen. Mitkommen. Reintun. Reintun. Ja. Tu das mal da rein. So. Ja, also das Eisenfeld ist auch weg. Das heißt, als nächstes war angedacht, das Kupferfeld. Und dann bräuchten wir einen Außenposten. Also den Außenposten hier. Ich denke mal, ich nehme gleich alle Felder mit. Also die drei Eisenfelder und das da und dann kommt eine kleine Mauer drumherum und dann passt das. Kupfer. Wie viel Kupfer haben wir? Nur 21.000. Ja, das Kupferfeld muss da hinten. Das heißt, wir müssten jetzt eigentlich warten, bis das Eisen wegtransportiert wird. Dann Strom da hinten hinbekommen. Das ist nicht so wirklich schwer. So. Einigermaßen abgedeckt. Ich denke mal, das Muster wird nicht richtig sein, aber man sieht es nicht so schnell, also ist egal. Und jetzt die da. Einmal bitte da und einmal bitte da, damit es komplett abgedeckt ist. Dann jeweils eine Kiste schon mal, damit ihr anfangen könnt zu arbeiten. Und schnelle Speedmodule, schnelle Speedmodule. Okay, das heißt, wir warten jetzt darauf, dass das hier alles abtransportiert ist. Sobald es abtransportiert ist, schnappen wir uns den Roboport und den Roboport da oben, versetzen das Ganze einfach nach links, dass hier Abdeckung ist. Wobei es eventuell sogar fast schon mit einem Roboport machbar wäre. Und dann wird das da abtransportiert. Dann bauen wir den Rest davon ab und machen uns auf dem Weg Richtung dahin. Und ich habe die ganze Zeit hier ein Loch in der Wand gehabt. Das ist nicht so gut. Also da durch und zu. Und das mit den wartenden Robotern ist echt irrelästig. Also müssten wir eigentlich alle MK0 Roboports durch die Einer setzen. Dafür brauchen wir da Blei und... Oh. So viel zu tun.